Frau Böschvetter, Sie haben im 36-köpfigen Landtag jetzt den Platz Ihres Parteichefs oder Landessprechers, wie es ja bei den Grünen so schön heißt, Daniel Zaderer, übernommen. Jetzt, Sie waren davor Gemeinderätin in Lustenau, Clubdirektorin auch schon der Grünen. Geben Sie unseren Zuschauern mal vielleicht einen kurzen Einblick zu Ihrer Person oder wie waren das, wann wurde Ihr politisches Interesse grundsätzlich denn mal geweckt? Da muss ich wohl sehr weit zurück. Dürfen Sie? Darf ich? Gleich vorweg, ich komme aus einer sehr politischen Familie. Also ich bin aufgewachsen unter, ja, damals Männern. Mein Großvater Bauernbund, Obmann, mein Vater viele Jahre Obmann der Vorarlberger Biobauern. In meiner Kindheitserinnerung gehört ganz fest dazu, ein Nussbaum und unter dem Nussbaum sitzen alte Männer und politisieren. Und die kleine Christine hat nichts lieber getan, als den Männern beim Politisieren zuzuhören. Und wenn man meine Familie trifft, dann geht das, glaube ich, auch nicht lange, bis der Tisch politisiert. Was hat mich in die Politik gebracht? Ich kann vielleicht zwei einschneidende Erlebnisse für mich beschreiben. Das eine ist, ich war viele, viele Jahre bei den Pfadfindern und habe mit 16 an einer bundesweiten Kinder- und Jugendbeteiligung teilnehmen dürfen. Und das hat für mein Leben wirklich etwas ausgemacht. Ich habe dort mich viel besser kennengelernt und auch meine Stärken kennengelernt. Mit dieser Motivation nach Hause gekommen, habe ich auch in Lustenau an einer Kinder- und Jugendbeteiligung teilnehmen dürfen und habe das glatte Gegenteil erlebt. Und mit der Erfahrung, wie es sein könnte und wie es nicht sein soll, ja, das habe ich lange mit mir mitgenommen und das hat auch einen Wunsch in mir geweckt, das anders machen zu wollen für andere Generationen. Das Zweite, ich habe mit Mitte 20 beim Institut für Sozialdienste gearbeitet und habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit eine Familie kennengelernt, die in Lustenau, würde man sagen, in einem Loch gelebt hat. Und ich habe, gutgläubig, wie ich war, gesagt, warum bewerbt ihr euch nicht um eine gemeinnützige Wohnung bei der Gemeinde? Und die Familie hat mich lieb belächelt und hat gesagt, ist okay, wir nehmen dich mit auf die Gemeinde, schaust du dir das selber an. Das hat damit geendet, dass ich weinend aus dem Gemeindehaus hinaus bin, weil ich mich so beschämt gefühlt habe, wie man mit dieser Familie umgegangen ist. Und mit 22, davor waren keine Wahlen, konnte ich endlich kandidieren und ich habe diese Chance wahrgenommen und bin in Lustenau bei den Grünen auf die Liste gegangen und habe in den letzten Jahren ja noch immer großen Spaß ja, den Ort und in diesem Fall jetzt auch das Land ein Stück besser zu machen, als ich es vorgefunden habe. Und darin finde ich sehr viel Freude. War schon immer klar, dass Sie zu den Grünen gehen? Eigentlich ja.